Na dann wollen wir die verlorenen Wälder in der Rime Edition mal erkunden, was? Im letzten Part sind wir hier gelandet, nachdem wir dieses Federvieh endlich bezwungen hatten. Der große Turm wurde um eine Etage erweitert und hat uns hierher geführt. Es gibt ziemlich viele Wege, die ich abchecken kann. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Und gucke, wohin mich dieser Pfad führt. Das wird wohl eine Weile dauern, bis wir jede Richtung abgecheckt haben. Aber wir haben ja Zeit. Okay, da vorne ist noch so ein Tor. Der Raum sieht auch ehrlich gesagt sehr, sehr ähnlich aus wie der, von dem wir gerade kommen. Ich höre irgendein Geschrei. Was ist das? Hört ihr das auch? Ich glaube, es kommt von hier. Vielleicht müssen wir ja dieser Stimme folgen. Ist gut möglich, oder? Warte mal. Ist das hier ein Labyrinth? Dann lag ich mit den verlorenen Wäldern ja gar nicht mal so verkehrt. Weil ich habe das Gefühl, ich komme immer an derselben Stelle wieder raus. Ja. Ist auch so. Oder? Warte mal. Lass mal auf die Anzahl Vasen achten. Es waren, glaube ich, vorhin zwei. Jetzt sind es drei gewesen. Vielleicht ist das ein gutes Zeichen. Oh ja, doch. Wir sehen erstmals etwas anderes. Zwei Möglichkeiten. Ich gehe mal nach links. Musik hat sich auch verändert. Wir hören eine nette Stimme im Hintergrund singen. Aber kann es sein, dass ich meinem Ziel keinen Schritt näher komme? Ist das so eine endlose Passage, ähnlich wie in Super Mario 64? Hä, was soll denn das? Ach, warte! Hinter mir! Okay, hier werde ich offensichtlich ein bisschen verarscht. Aber ist schon okay. Solange wir doch noch weiterkommen, ist alles gut. Aber ich werde nicht so ganz schlau aus der ganzen Sache hier. Es wäre schön, wenn mir Fuxi helfen könnte, aber der lässt sich ja mal überhaupt nicht blicken hier. Er kommt immer nur, wenn die Luft rein ist, der Feigling. Was für ein Brunnen? Kann ich da tauchen? Ja. Und wie? Wahrscheinlich wieder einer von vielen Wegen. Einfach mal folgen. Was haben wir schon zu verlieren? Hey, könntest du mir ein paar Kristalle mitnehmen? Wäre echt nett von dir. Und jetzt sind wir in einer Tropfsteinhöhle. Hübsch. Ich habe das Gefühl, wir sind auf dem richtigen Weg.
Oder geht's jetzt wieder zurück? Oh, das ist so ein riesiges, unübersichtliches Areal. Alter, wo soll ich denn lang? Ich habe irgendwie Angst, dass ich zurück zum Anfang schwimme. Das wäre blöd. Unterwasserlabyrinthe sind immer blöd. Da muss ich auch an ein Level aus Donkey Kong Country Tropical Freeze denken. Das hatte zwar ein ziemlich geiles Prinzip so vom Levelaufbau her, aber es war schon... war schon frustrierend teilweise. Und ich glaube, ich schwimme wieder zurück zum Anfang, kann das sein? Ich bin mir nicht sicher. Doch nicht, weil ich kann mich nicht an solche Kletterpassagen erinnern. Nee, ich bin hier richtig. Aber wie gesagt, ich denke, es gibt sowieso mehrere Wege. Was macht ihr hier? Lassen mich nicht durch. Ey. Ey, weg da. Mach mal Platz hier. Das ist aber das erste Mal, dass sie nicht so in sich gekehrt Angst vor mir haben. Im Gegenteil. Die stellen sich mir sogar in den Weg. Sonderbar. Da kann ich dran drehen. Ah. Oh je. Oh je. Ich hab's kommen sehen. Aber das musste sein. Die wollten ja nicht weichen. Selber schuld. Warum versucht sie mich aufzuhalten? Ich krieg echt irgendwie Angst, dass wir am Ende der Böse sind und es gar nicht wissen. Das wäre voll gemein. Neue Bilder. Und neue versteinerte Menschen. Oh. Oh! Was macht der da? Ich glaube, der hat versucht, mich zu einem Zombie zu machen oder mich auch zu versteinern. Das sah gerade extrem creepy aus. Ich sollte mich dem Ding nicht nähern. Und auch auf gar keinen Fall irgendwelche Steinstatuen berühren. Ich dachte erst, ich habe ihn kaputt gemacht, aber von wegen. Ich habe ihn erweckt. Und er ist nicht gut auf mich zu sprechen. Irgendwie befürchte ich, dass die Geschichte von Rhyme eine ganz düstere ist. Auch wenn das Spiel etwas ganz anderes vermitteln mag. Allein schon visuell. Aber genau deshalb würde es einen am Ende dann treffen, wenn die Auflösung kommt. Naja, mal gucken. Mal gucken. Noch nicht alles schwarz malen. Ist vielleicht noch ein bisschen zu früh dafür. Oh, was ist denn hier los? Was ist das für ein Riesentower? Ich habe erst überlegt, nach unten zu schwimmen, aber das schaffe ich ja niemals mit meiner Luft. Meine Lunge umfasst viel zu wenig Sauerstoff. Ja, also das kriegen wir nicht hin. Oder doch? Naja, ich weiß es nicht. Ich tauche aber lieber erstmal auf. Fuchsi!
Du bist da? Oh, und wir sind nicht allein. Mann, jetzt klärt mich doch endlich auf. Was ist hier los? Im Übrigen, dieses Areal läuft nicht zu 100% flüssig. Ihr seht es ja bestimmt im Video. Ich glaube, ich habe da nur so... ja, 55 bis 60 FPS. Liegt garantiert nicht am Rechner, auch wenn der nicht ganz rund läuft. Aber ich hoffe, es stört nicht so. Das Spiel ist halt nicht allzu gut optimiert. Na, es hat ja auch eine sehr, sehr große Leidensgeschichte hinter sich. Das habe ich euch ja alles erzählt. Und ich glaube, ich habe da was gefunden. Ist aber wahrscheinlich nur ein Secret. Ah ja, wieder so ein Bild. Okay. Ja, aber das verwirrt mich nur noch mehr. Aber ich verlange dem Spiel natürlich auch einiges ab, wenn ich es in 4K spiele, das ist schon klar. Aber gut, ich will euch halt visuell das Beste bieten und ich hoffe, das gelingt mir auch immer wieder mal. Ist mir ja auch persönlich wichtig. Und mein eigener Anspruch. Und soweit ich weiß, steigen auch immer mehr die Zuschauerzahlen von Fernsehgeräten und so. Und ich glaube, gerade diejenigen mit einem 4K-TV, aber auch mit einem normalen 1080p-Fernseher dürften um so eine Auflösung sehr dankbar sein. Aber auch am Monitor in Fullscreen, finde ich, sieht man den Unterschied zu 1080p sehr, sehr krass. Jetzt läuft es auch schon wieder ein bisschen besser. Okay, was ist das? Was willst du mir da zeigen? Was ist das da? Moment. Das kennen wir doch. Sowas haben wir doch schon mal gesehen. Genau. Diese Kugeln sind mobil. Ich glaube, ich muss sie hier auslösen. Was ist das denn da? Es erinnert mich an etwas aus dem Trailer, aber ich will mal nicht spoilern für diejenigen, die gar nichts gesehen haben. Was mache ich denn da jetzt? Oh. Okay. Gut. Also mir kommt es so vor, als wären wir in einer sehr, sehr heiligen Stätte. Einfach hier hinlegen? Okay. Oh. Jetzt wird's wieder dunkel. Fuxi ist auch sehr vorsichtig. Bleibst du etwa hier? Ja, typisch. Das hätte ich mir denken können. Boah, was passiert jetzt? Ich habe eine Vorahnung. Wie gesagt, da gab es eine kleine Szene in dem Trailer. Oh. Ja. Mhm. Jetzt bin ich sehr gespannt. Hier, dieses Ding da.
Sieht genauso aus wie das Teil hier. Das ist kein Turm. Das ist ein Roboter. Und die hat man schon im Trailer gesehen, aber ich weiß nicht, ob sie bösartig sind. Moment, das hat nichts gebracht? Achso, vielleicht muss ich alle gleichzeitig aktivieren. Das Problem ist halt, dass ich hier nicht weiterkomme. Jetzt schon. Okay. Danke fürs Platz machen. So, da hinten sind mehrere Roboter. Ich glaube, wenn ich mich da jetzt in die Mitte stelle und das Teil aktiviere, wird auf jeden Fall was passieren. Hoffen wir auf das Beste. Begeistert. Und vor allem scheinen sie lieb zu sein, oder? Die waren halt wahrscheinlich alle kaputt, nur dieser eine, der funktioniert noch. Jetzt ist die Frage, will er mir helfen? Wie cool der sich bewegt. Das passt eigentlich gar nicht zu dem, was wir bis jetzt im Spiel gesehen haben, aber... ja, warum nicht? Und um ehrlich zu sein, erinnern mich die Dinger sogar an Portal. Es könnte genauso gut ein Element aus Portal 3 sein. Was hoffentlich bald angekündigt wird. Oh, what's going on? Was war das denn jetzt? Hm? Er ist abgekratzt. Aber ich glaube, er hat versucht, mir zu sagen, was ich zu tun habe. Wir müssen erstmal einen Core finden, ihn dann auf den Cube legen. Und, ja, irgendwo hinbringen und so aktivieren wir die restlichen Roboter. Irgendwie sowas. Okay, der Reihe nach. Schauen wir erstmal, wo diese Kugel ist. Sind das Eier da unten? Oh nein. Nicht der Vogel schon wieder. Könnten aber auch diese Wesen gewesen sein, ich weiß es nicht. Oh, der greift mich an! Also mittlerweile sind die nicht mehr so schüchtern. Fuck. Boah, die Geräusche. Könnte glatt aus einem Resident Evil kommen. Oh. Ich glaube, damit kann ich mich verteidigen. Ja, ja, mit Sicherheit. Nehmt das! Sehr gut. War da noch was in dem Raum? Ich glaube nicht. Also weiter. Aber schon ziemlich cool gemacht. Mir gefällt auch diese Passage wieder sehr gut.
Aber warum ist da jetzt eine Kugel? Ich meine, ich muss ja offensichtlich klettern. Ich kann die nicht raufwerfen, oder doch? Nö. Hä? Oh oh, oh oh. Der steht genau da. Der steht genau da, wo ich stehen sollte. Und ich kann aus irgendeinem Grund die Kugel nicht nehmen. Fuck. Beweg dich. Da ist ein Roboter. Vielleicht kann er mir helfen. Aber ich muss erstmal dieses Viech weglocken. Ja genau, komm her. Hierher. Hallo. Bleib da. Wow. Oh, jetzt! Schnapp dir das Ding! Sehr gut. Angriff! Im letzten Moment. Die anderen zwei sind mir egal. Die werden sowieso jetzt abkratzen. Und du? Keine Chance. Was hat es mit denen auf sich? Also mit den Robotern meine ich. Es wird immer mysteriöser. Das ist ja wie bei Lost. Es werden keine Fragen geklärt, es werden nur neue aufgeworfen. Ach nee, die respawnen sogar. Kann sie also nicht endgültig killen. Nur kurze Zeit verschwinden lassen. Das ist schlecht. Warte mal. Ich kann auch darauf. Ich glaube, jetzt habe ich ein kleines Problem. Was wollen die denn jetzt überhaupt von mir? Welchen Weg soll ich denn gehen? Aber hier die Monster zu besiegen, bringt ja gar nichts. Ich könnte mir die Kugel von vorher holen, die da drüben. Aber das würde überhaupt nichts bringen, weil die alle den Weg blockieren. Ihr seht ja, wie viele da stehen. Ich glaube zwar, dass da ein Secret ist, aber... Ja, da ist auch eins. Aber das ist viel zu aufwendig. Ich müsste die alle... mehrfach mit der Kugel killen. Und so kann ich einfach reinspringen... und weiterlaufen. Ja, also ich glaube, das hier ist der richtige Weg und alles andere ist mehr so... Ach, warte mal. Warte mal, ich sehe gerade, man kann sich auch da hochhangeln. Dann ist es vielleicht doch nicht so aufwendig, wie ich dachte. Moment. Wir probieren es einfach mal. Die paar Sekunden nehme ich mir jetzt... Nee, die respawnen ja instant. Ja gut, dann muss ich mich vielleicht einfach nur richtig hinstellen. Hier so, ungefähr. Ja, ist ein Versuch. Na gut, bye. Ich probier's trotzdem. Ne, keine gute Idee. Keine gute Idee. Ein Versuch noch. Ich glaube, ich brauche beide Kugeln, um da ranzukommen. Aber wie gesagt, ein Versuch noch. Von hier aus. Das scheint mir eine sehr gute Position zu sein. So, und jetzt schnell. Mach hinne. Da kommen sie schon wieder. Mach schon. Sie haben mich erwischt. Aber besser hätte... Nee, besser hätte ich es aber nicht machen können eigentlich. Wie kommst du denn dann daran? Diese Kugel ist auch so richtig nutzlos. Noch eine Idee, die ich gerne probieren würde.
Was ist, wenn ich das Ding hochschmeiße? Geht das? Geht nicht? Nee. Okay, dann lass ich's. Ich hab keine Ahnung. Von hinten kommt man da aber auch nicht ran, oder? Naja. Ja, nee. Solange ich die Kugel dann nicht raufbekomme, wird das nix. Ui, schön! Das sieht doch chillig aus. Hier sind sogar Tiere. War gar nicht zu erwarten. Nachdem gerade alles so düster war. Na, dann würde ich sagen, wird sich der Junge hier kurz zur Ruhe setzen und auf den nächsten Part warten. Lasst einen Like da, wenn es euch gefallen hat. Bald geht's weiter bei Rhyme.